Hallo und herzlich willkommen zu Games TV 24 Daily. Am Wochenende war ja die PlayStation Experience in San Francisco. Quasi ja so eine Art Hausmesse von Sony. Und da gab es auch ein paar neue Infos, Neuankündigungen. Vieles habt ihr schon gesehen, wenn ihr unsere App habt. Denn da gab es natürlich alle Trailer. Kurz nachdem das Ganze gelaufen war in San Francisco. Aber wir machen jetzt hier auch noch eine schöne Zusammenfassung für euch. Es geht los mit Paragon. Und bei Paragon wusste man eigentlich ziemlich lange nicht, was das überhaupt für ein Spiel ist. Nee, man wusste es gar nicht. Es gab Ankündigungen der Helden zu dem Spiel. Man wusste aber überhaupt nicht, was es für ein Spiel ist. Hätte auch irgendwie, was weiß ich, ein Klickspiel fürs Handy sein können. Theoretisch. Aber die Helden wurden vorgestellt und die wurden im Dunkeln gezeigt. Und das ist halt irgendwie blödsinnig, wenn man halt überhaupt nicht weiß, was ist das jetzt eigentlich? Was ist das für ein Held? Man konnte sich sogar auf der Website irgendwelche Skills auswählen, was aber auch nichts brachte, weil du weißt ja nicht, was es ist. Aber jetzt weiß man eben, es ist ein Third-Person-MOBA. Und das Ganze ist von Epic Games und deswegen setzt man natürlich auf die Unreal Engine 4, die absolut famos aussieht. Das Gameplay sieht unglaublich cool aus. Ist auch ein bisschen, es gibt einen CGI-Trailer noch, der so ein bisschen schneller daherkommt und man denkt sich so, okay, das ist ziemlich actionbasiert. Der Gameplay zeigt das Gameplay, beziehungsweise der Gameplay-Trailer zeigt aber, dass es doch ein bisschen gemütlicher daherkommt. Und letztendlich gibt es Minions, es gibt drei Lanes, also drei Wege, Kennt man, gibt Tower, also wie eben an einer typische MOBA-Geschichte. Bloß eben in Third Person. Ja. Und ein Kartensystem wird es geben, womit man eben die Helden noch so zusätzlich anpassen kann und erweitern kann, was das Skills-Repertoire angeht. Also zu den Skills, die ein Held dann eben einzeln hat. Ja, im Frühjahr soll es eine Early Access Phase geben, also Frühjahr 2016 natürlich. Im Sommer dann eine Open Beta Free to Play. Du hast es schon gesagt, man kann sich anmelden auf der offiziellen Webseite unter epicgames.com. Paragon blenden wir jetzt eben ein. Ja. Und erscheinen soll das Ganze für PC und PS4. Ob es für die Xbox One kommt, wissen wir nicht, aber vielleicht wollte man das im Rahmen dieser PlayStation-Hausmesse noch nicht so genau sagen. Ja. Dann was Besonderes für Fans von japanischer Filmkunst, hätte ich jetzt was gesagt, Zeichentrickkunst, Anime und so weiter und so fort. Ni no Kuni bekommt eine Fortsetzung und ich bin jetzt raus, weil ich kann ja mit diesem JRPG-Zeug gar nichts anfangen. Das könntest du aber schon, wenn du Ni no Kuni 1 spielst, denn es lohnt sich immer noch. Es sieht immer noch famos aus, was nämlich auch daran liegt, dass der Grafikstil eher ja so wie so eine wie ein Anime gemacht ist, gestaltet ist. Also so Cell-Shading-artig. Allerdings dieser Comic-Look, den dann zum Beispiel Namco Bandai ja auch bei den Naruto eingesetzt hat, das ist ziemlich cool. Und das Spiel ist an sich auch ein bisschen westlicher gestaltet, nicht nur von der Story her, sondern also die auch zugänglich, verständlich auch ist, nicht so konfus und keine zu verrückten Charaktere bietet, aber eher schöne, wie eben auch die ganzen Studio Ghibli-Filme. Und vom Spiel weiß man jetzt nicht so recht, es sieht alles danach aus, dass es wirklich eine klassische Fortsetzung sein wird, die genau das bietet, was auch Ni no Kuni 1 so grandios gemacht hat. Bloß ein bisschen, andere Story, neue Charaktere und es sieht immer noch cool aus. Ja, kommt exklusiv für die PS4 und bei Studio Ghibli, vielleicht soll ich doch einen Blick riskieren, weil das sind tatsächlich Filme, die mir sehr gut gefallen haben. So, dann geht es weiter mit Dark Souls 3, da warten ja auch unglaublich viele Leute drauf. Da steht nun endlich der Release-Termin, 12. April 2016. Erscheint der dritte Teil. Ja. Es wird verschiedene Kaufpakete geben. Zwei davon waren schon so ein bisschen bekannt. Eins ist neu, die Apocalypse Edition. Die ist nur für Vorbesteller, Spiel, Metal Case und Soundtrack CD enthält sie. Dann gibt es eine Collector's Edition. Da findet ihr das Spiel, eine Red Knight Figur, Hardcover Artbook, Metal Case, CD, drei Aufnäher, Karte der Spielwelt aus Stoff und eine spezielle Box, die das Ganze dann ummantelt. Und dann, also für die Leute, die alles haben, und noch was wollen, Prestige Edition. Da ist quasi das drin, was in der Collector's Edition drin ist, plus eine zusätzliche nummerierte 40 cm große handbemalte Lord of Cinder Figur aus Kunststein. Und das Besondere ist, A,
Wir wissen nicht genau, was es ist, aber Kunststein, es klingt irgendwie cool. Gleich besonders harter Plastik. Genau. Stein. Aber es gibt tatsächlich von dem Ding nur 2000 Exemplare weltweit. Also wer das möchte, der möge sich beeilen. Der Preis dürfte allerdings gesalzen sein von diesem Gerät. Also es gab ja Gerüchte für 400 Euro oder so. Müsst ihr mal schauen bei den Shops eures Vertrauens. Erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Ja, und dann gibt es wieder ein Remake zu bestaunen, nämlich Full Throttle. Erschien in Deutschland damals unter dem Titel Vollgas als LucasArts Adventure. Kommt eine Neuauflage von Double Fine Productions und die sind ja die Meister der Neuauflagen, ne? Ja, sind auch sehr aktiv gerade, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sie auch Geld brauchen für ihr neues Spiel oder für neue Spiele. Psychonaut 2 nämlich. Genau. Ja. Und wir berichteten ja letzte Woche schon über die Crowdfinanzierung. Genau. Naja, jedenfalls kommt das für PS4, PS Vita und PC und bietet dann Entwicklerkommentare, Konzeptgrafiken, Gamepad-Support und natürlich überarbeitete Grafiken, Sound und Musik auch. Ja. Full Throttle war ja damals durchaus umstritten. Es ist nicht so, dass jedes LucasArts-Spiel damals gefeiert wurde. Denn A war es, also von den Rätseln her, sag ich mal, überaus einsteigerfreundlich. Also das konnte man sehr, sehr schnell durchspielen. 2-3 Stunden, dann war der Spaß vorbei. Und es hatte auch so leicht seltsame Actionsequenzen. Ich erinnere mich, als Vollgas damals rauskam, kam auch Rebel Assault raus. Und das hatte ja dann diese neue Technologie, ne, die musste man dann auch in Adventure-Spielen plötzlich zeigen. Und da waren es halt dann Motorradrennen, die man machen musste, wo man halt den Gegner runterkicken musste. Das Ganze ist ja so eine Art Biker in Mad Max Story, so eine Postapokalypse quasi. Die englische Vertonung war damals sehr, sehr gut. Der Bösewicht, Adrian Ripberger, wurde von Mark Hamill gesprochen. Den kennt man aus Star Wars beispielsweise als Luke Skywalker. Und also es war halt wie so ein Bruckheimer-Film. Es war halt also... sah super aus, aber im Kern war halt jetzt nicht so viel. Es war auch so die Endphase der Adventure-Welle, der Euphorie sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also das war eines der letzten großen Adventures, die quasi veröffentlicht wurden. Man wollte halt zugänglicher werden damit. Genau. Und das hat den Veteranen natürlich nicht so gefallen, aber vielleicht auch ein paar Neulingen. Das bildet euch eure eigene Meinung, ist auf jeden Fall ein Stück Spielegeschichte und das Ganze halt dann in einer zeitgemäßen Optik. Mein Gott, warum nicht? Wenn es jetzt nicht... Vollpreis kostet, dann bin ich dabei, glaube ich. Und man darf jederzeit wechseln zwischen Original und dem Remake, genau. Was auch ganz cool kommt. Und zum Schluss dann noch etwas zu Final Fantasy VII. Im Rahmen der PlayStation Experience gab es einen Trailer, da konnte man dann halt sehen, wie weit denn dieses Remake gediegen ist bis jetzt und es sah halt fantastisch aus, absolut. Das muss man da wirklich sagen. Also das wird nicht nur einfach so eine HD-Neuauflage, wo einfach mal ein paar Texturen, die Auflösung irgendwie höher gedreht wurde und ein paar Dings, sondern es sieht neu aus, als hätten sie es neu gemacht. Und gleichzeitig gab es da ein paar Gerüchte vom Wall Street Journal über die Erscheinungsweise von Final Fantasy VII. Ja, ein gewisser Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal hat eben gesagt, dass das Spiel womöglich in Episodenform daherkommt. Also Final Fantasy VII Remake 1 und dann muss man Monate warten, dann kommt das Teil 2 dazu. Macht das Ganze noch übersichtlicher. Genau. Diese Final Fantasy VII Final Fantasy Erscheinungsweise. Ja, und dann wahrscheinlich auch große Zahlen und letztendlich basiert es wohl darauf, dass es so groß wäre, das Spiel. Das Du sagst das mit ein bisschen Ironie in der Stimme. Ja, so ein bisschen. Also The Witcher 3 ist auch groß, Fallout 4 ist auch groß. Große Spiele sind immer groß und große Remakes von großen Spielen werden womöglich dann auch groß ausfallen. Jetzt ist natürlich die Sache, dass man tatsächlich fast ein komplett neues Spiel entwickelt, weil man ja alles neu machen muss. Du kannst ja nicht mehr mit der PlayStation 1 Grafik daherkommen. Also umfangreich ist es. Die Frage ist jetzt, ist es nötig, das in Episodenform zu veröffentlichen? Viele Leute sagen dann, hey, ich warte, bis alle draußen sind. Das schmeckt wahrscheinlich dem Entwicklern auch nicht so, wenn die Leute das erst kaufen, wenn sie dann wahrscheinlich erst schon pleite sind oder sowas. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ist nicht jeder Freund von. Andererseits bei Final Fantasy VII, die Leute, die sich wahrscheinlich darauf sehr freuen, die haben ja sowieso VII schon mal gespielt, wissen also, wie es endet. Ja. Und dementsprechend kann man vielleicht eher darauf warten, als wenn es ein ganz neuer Titel wäre.
Also klar, wie man dazu steht. Ne? Manche Leute mögen diese Episodenformate, andere mögen das überhaupt nicht. Ich finde es gar nicht so schlecht, denn dann muss ich halt nicht 100 Stunden in ein Remake eines ja doch schon etwas älteren Spiels stecken, auch wenn es vielleicht toll aussieht und kann auch aktuell ab und zu mal ein paar Spiele spielen. Deswegen finde ich das Episodenformat gar nicht so schlecht. Aber andere Leute, wie du halt richtig sagst, wollen halt das ganze Paket haben. Hat man ja die Möglichkeit, muss man halt länger warten. Jedenfalls, ich bin nicht so der Final Fantasy Fan, aber Final Fantasy 7 ist schon was Besonderes. Ich freue mich da eigentlich drauf und werde das sicherlich da auch mal spielen. Kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was sie aus dem Kampfsystem gemacht haben. Ja, ich hasse die Final Fantasy Reihe und man kann mich damit jagen, bis auf einen Teil. Aber wenn das so aussieht, schaue ich da gleich nochmal rein. Zumal 7 habe ich auch ein bisschen gespielt, so ist es nicht. Und es hat mir auch ganz gut gefallen, bloß eben nicht. Nicht komplett. Es ist die neue Engine ist einfach, die von Square Enix ist einfach fantastisch. Ja, ist, glaub ich, genau. Die Luminous Engine müsste das immer noch sein und die Grafik, die da rübergebracht wird, das ist schon Wahnsinn. Also meine Frau ist der größte Final Fantasy-Fan, den ich so kenne und die hat ganz, ganz große, coole Augen bekommen, als das gesehen hat. Also von daher schauen wir mal, was das Ganze wird. So. Und in diesem Sinne sind wir am Ende unserer kleinen Show hier. Weitere Infos zu dieser PlayStation Experience findet ihr in Trailerform bei uns in der App. Und wir machen auch noch eine schöne Zusammenfassung der besten Trailer von der Messe. Da müsst ihr auch mal gucken, ob ihr das findet bei uns. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder und wünschen euch auf jeden Fall eine tolle Spielewoche.